Der ZFC Meuselwitz hat in den vergangenen Wochen mächtig gepunktet. Die Zipsendorfer sind seit 6 Spielen ungeschlagen. Pünktlich zum 3. Advent kam die zweite Mannschaft von Hertha BSC in die Blue Chip Arena. Und die Mission war klar für Felix Müller und den ZFC Meuselwitz. Es sollten diesmal auch wieder Punkte her. Rein in die Partie. Hertha spielte sofort ihre Spielstärke aus. Das ist Čović auf der Seite, bringt den Ball in die Mitte. Da ist Michel Brink und da steht 1:0. 7 Minuten hat es nur gedauert und die Hertha-Bubis schlagen zur Freude der Hertha-Trainerbank zu. Das geht in dieser Situation ein bisschen zu einfach, technisch hochwertig und alles einen Schritt zu schnell für den ZFC Meuselwitz. Die Hertha-Reserve zeigt gleich mal ihre ganze Klasse. Matthias Hamrohl, es wird nichts mit seinem 4:0-Spiel. David Bergner, Coach von Meuselwitz, sagte, Hertha 2 ist die spielstärkste Mannschaft der Liga. Bislang sollte der Coach recht behalten mit seiner Analyse. Und Meuselwitz, die trauten sich dann nach 18 Minuten das erste Mal nach vorne. Trübenbach auf Weinert und dann der Kopfball von Ben Luka Moritz, dem Verteidiger, allerdings noch abgefälscht. Aber der Eckball brachte dann nichts ein für die Zipsendorfer. Ante Čović konnte bislang zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft und sie zeigten auch wieder, was sie ausmacht. Geirat mit großen, raumgreifenden Schritten über die Hälfte des Platzes. Dann dieser Superpass auf Michel Brink. Aber Matthias Hamrohl verhindert in Minute 22 das 2:0 für die Berliner. Aber es ging weiter. Immer wieder im Vollspeed. Dieser tolle Abschlag von Palmowski. Er schickt Abu Alfa. Der gegen 2. Abu Alfa! Ansatzlos haut der Offensivmann diesen Schuss da raus und da sieht man wieder die ganze Klasse aufblitzen. Der geht nur knapp über die Latte. 39. Minute. Hertha wieder im Angriff. Zunächst keine große Gefahr nach dem Eckball, aber dann wieder Geirat und dann Röcker und dann scheppert's einmal an der Latte. Ui, ui, ui. Der ZFC hatte große Probleme mit dem Tempo und der Spielstärke der Reserve von Hertha. 44. Minute. Geirat auf Dirkner, der in den Strafraum zu Winkler. Aber dessen Abschluss etwas zu unpräzise, kein Problem für Matthias Hamrohl. Somit ging es in die Pause durch den Treffer von Michel Brink. David Bergner wusste, es hätte auch gut und gerne 2, vielleicht sogar 3:0 stehen können. Rein in Durchgang 2. Dieser haarsträubende Fehler von Kapitän René Eckert. Und Hertha nutzt das direkt aus. Čović, Geirat und dann Scherhardt. In der 49. Minute der Stürmer kriegt dann nicht genug Druck auf den Kopfball. 52. Meuselwitz bemüht deutlich besser in Durchgang 2 zu starten. Trübenbach bekommt da die Möglichkeit, nachdem Morgenstern nicht richtig klären konnte. Aber Palmowski, der heute aufgrund der Grundrotation wieder im Kasten von Hertha stand. Aber Meuselwitz jetzt deutlich flexibler. Hand auf den eingewechselten Cinch. Toller Angriff von den Meuselwitzern. Zinsch allerdings scheitert hier am gut aufgelegten Florian Palmowski. Und dann diese tolle Aktion. Čović schickt Geirat. Der legt dann rein zu Albrecht, der in die Partie gekommen war. Verzieht hier aber nach 83 Minuten. Es war eine Partie, die gerade in der Schlussphase deutlich an Tempo wieder aufnahm. Palmowski wieder mit so einem tollen langen Ball. Und dann Abstimmungsprobleme. Ben Luka Moritz und dann die Ablage von Winkler. Und Abu Alfa, was macht er denn da? Da hat er wohl zu viel Benji Cassiel und Mario Gomez geguckt. Unbegreiflich. Ja, der Ball hoppelt ein bisschen. Aber den am leeren Tor drüber zu hauen, das ist große Kunst. Es kann passieren, sieht aber extrem blöd aus. Dann dieser Fehler von Albrecht in der 93. Minute und Hertha spielt das schnörkellos aus. Und dann machen sie den Deckel drauf in Person von Martin Winkler. 2:0, Hertha BSC krönt eine tolle erste Halbzeit mit diesem Treffer in Halbzeit 2. Ganz zum Ende Ante Čović freut. Abu Alfa steckt super durch auf Winkler. Der hat den Kopf einmal oben und schiebt dann ganz souverän mit dem linken Fuß ein. Keine Chance für Matthias Hamrohl im Kasten der Meuselwitzer. Das war dann auch der Endstand. Die zweite Mannschaft von Hertha BSC Berlin siegt mit 2:0 beim ZFC Meuselwitz.
so eine Siege. Wir wussten genau, was auf uns um Meuselwitz zukommen wird. Wir haben uns darauf eingestellt und was mich erfreut ist, dass wir jetzt in der Lage sind, auch Spiele zu Null zu gestalten, ohne dabei offensiv zu vernachlässigen, sondern für uns war klar, je länger das Spiel dauert, desto mehr Räume kriegen wir vorne und dann haben wir zum Schluss diese Räume auch genutzt, somit dass wir dann aus meiner Sicht als verdienter Sieger vom Platz gehen. Erste Halbzeit überhaupt nicht gut, viel zu passiv gewesen, kaum in die Zweikämpfe gekommen, mit dem Ball schlecht, also erste Halbzeit komplett zum Vergessen. Zweite Halbzeit, muss ich aber sagen, ist die Mannschaft sehr gut aus der Kabine gekommen. Wir haben probiert, Druck zu entwickeln, einen Tick weiter vorne anzulaufen, vorne die Bälle zu gewinnen. Das ist uns eigentlich relativ gut gelungen. Aber klar ist, dass wir, wenn wir ins Risiko gehen müssen, die jungen, sprintstarken Spieler natürlich uns dann einen Tick weit überlegen sind. Hatten dann ein bisschen Glück bei dem einen Konter, bei dem zweiten. Das ist, glaube ich, der Platz an Schuld. Und am Ende geht es, denke ich, in Ordnung, die Niederlage. Die Hertha-Bubis sind weiter gut drauf. Sie sind nun seit 4 Ligaspielen ungeschlagen, während der ZFC Meuselwitz es verpasst, endgültig ins Tabellenmittelfeld zu springen.